Hallo und herzlich willkommen bei Rescue. Mein Name ist Andi und ich habe heute für euch ein Samsung Galaxy A71, bei dem wir die Display-Einheit reparieren wollen. Und zwar hat das Gerät hier einen kleinen Sprung. Wir legen das sofort auf die Hitzeplatte. Wenn ihr keine Hitzeplatte nehmt, einfach einen handelsüblichen Föhn gut warm machen, sodass man es noch anfassen kann, sich aber nicht unbedingt verbrennt. Wir benötigen außerdem ein Ersatzdisplay. Eine Verklebung für den Akku, eine Verklebung für den Akkufachdeckel, eine Pinzette, einen Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher, einen Spudger, dann habe ich hier ein Metalltool zum Heraushebeln des Akkus, das ist ein bisschen fester, eine Nadel zum Entfernen des Sim-Schiebers, dann ein Saugnapf. Hier habe ich noch Alkohol, das braucht man nicht unbedingt, erleichtert aber die Arbeit. Und hier noch dünne Plastikkarten, Spielkarte geht auch oder eine ausgediente Kreditkarte. Unser Gerät hat genug Temperatur. Wir nehmen den Saugnapf, setzen ihn an der Unterseite an, ziehen ein wenig hoch. Und wenn wir einen kleinen Schlitz haben, träufeln wir ein klein wenig von dem Isopropylalkohol rein. Und dann fahren wir mit einer dünnen Karte dazwischen. Einmal vorsichtig rundherum. Der Deckel ist aus Kunststoff, also da kann nicht allzu viel passieren. Und dann entfernen wir auch gleich den Kleber, der hier noch am Gehäuse ist, und danach den Kleber, der im Akkufachdeckel ist. Wenn der Kleber entfernt ist, dann nehmen wir uns ein Reinigungstuch oder ein Mikrofasertuch mit etwas Alkohol und reinigen die Klebefläche. Der Akkufachdeckel kommt nun beiseite. Jetzt lösen wir die Schrauben vom Gehäuse. Das sind alles die gleiche Größe, alles Kreuzschrauben. Bevor wir den Rahmen entfernen können, müssen wir noch den SIM-Schlitten entfernen. Und jetzt fahren wir hier auf der Seite, entweder hier in der Höhe des SIM-Schiebers oder hier bei den Lautstärketasten, fahren wir rein. Ich mache das mit dem Fingernagel, alternativ hier geht es auch mit einem dünnen Plastiktool und dann einmal vorsichtig rundherum durchfahren. Das Gehäuse legen wir auch beiseite. Unsere Schrauben alle auf einen Platz. Jetzt trennen wir zuallererst den Akku. Anschließend das Main Flex Kabel. Einmal an der Oberseite, einmal an der Unterseite. Dann lösen wir hier den FPC-Stecker von dem Fingerabdrucksensor, von der Display-Einheit und von der Frontkamera. Jetzt nehmen wir uns eine Pinzette und lösen hier das Antennenkabel
dann müssen wir noch ein paar Schrauben lösen. Zwei Stück sind hier unten. Die legen wir gesondert, die sind nämlich ein klein wenig kürzer. Und hier eine in der Platine. Die ist schwarz und auch ein wenig kürzer. Jetzt nehmen wir hier den Sensor, vorsichtig beiseite legen und dann können wir die Platine entfernen. Beziehungsweise vorher noch die Frontkamera. Jetzt geht das Gerät nochmal auf die Hitzeplatte. Wenn wir hier vergleichen, fehlt uns noch der Vibrationsmotor, der Ohrlautsprecher, die Subplatine, die ist auch ein klein wenig geklebt in den meisten Fällen. Deswegen nochmal kurz auf die Hitzeplatte. Unser Gerät hat nun genug Temperatur erreicht. Wir entfernen zuallererst den Vibrationsmotor. Der hat hier eine kleine Aussparung. Im besten Fall bleibt der Kleber mit dran. Das ist hier auch der Fall. Dann unseren Ohrhörer. Der hat hier eine Aussparung. Dann die Subplatine. Fahren wir auch hier drunter. Die ist nicht sehr festgeklebt. Und dann den Akku. Einmal testen, wie fest der drin sitzt. Das ist immer von Modell zu Modell unterschiedlich. Der ist sehr fest. Dann nehmen wir uns ein bisschen Isopropylalkohol zur Hilfe. Und dann geht der ganz leicht raus. Den Kleber entfernen wir. Wenn der Kleber entfernt ist, dann können wir uns hier unsere neue Display-Einheit nehmen. Den Kleber für den Akku. Die Trägerfolie ziehen wir ab. Und dann legen wir das auf den Akku auf. Ein wenig andrücken. Dann ziehen wir die zweite Trägerfolie ab. Und kleben den Akku wieder in die neue Display-Einheit. Dann machen wir weiter beim Ohrhörer. Den Vibrationsmotor. Die Subplatine. Jetzt entfernen wir hier die Schutzfolie. Legen den Sensor ein und verschrauben diesen sofort. Als nächstes nehmen wir unsere Hauptplatine und dann die Frontkamera. Hier ist auch eine Schutzfolie drin. Jetzt verbinden wir das Mainflex. Zuerst unten die Subseite und dann die Mainseite. Dann schließen wir die Display-Einheit an. Und zu guter Letzt das Antennenkabel. Vorsichtig aufdrücken. Und das gleiche an der Oberseite. Jetzt nehmen wir hier unsere schwarze Schraube. Die wird hier eingesetzt. Das ist so ein kleiner messingfarbener Rand. Da kann man immer gut erkennen, wo die hinkommt. Und dann können wir schon den Akku verbinden. Und wenn der verbunden ist, kommt auch schon unser Gehäuse drauf. Rundherum einmal andrücken. Dann
überprüfe ich noch einmal, ob die Clips überall drin sind. Das ist hier der Fall. Und dann schrauben wir die ganzen Krautschräuben. Und dann schrauben wir die ganzen Kreuzschrauben wieder ein. Jetzt entfernen wir hier noch ein Stück Kleber. Das habe ich eben übersehen. Dann bringen wir die neue Verklebung auf unseren Akkufachdeckel auf. Wir entfernen die Trägerfolie. Richten das schön mittig aus. Schön fest andrücken. Wenn die Trägerfolie entfernt ist, legen wir den neuen Akkudeckel auf und drücken den schön fest an. Zu guter Letzt noch den SIM-Schlitten einführen. Und dann haben wir hier ein sauber repariertes Samsung Galaxy A71. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch geholfen hat, dann dürft ihr uns natürlich gerne einen Daumen hoch dalassen. Das würde mich sehr freuen. Gerne auch einen Kommentar, wenn irgendwelche Fragen sind oder Anregungen oder vielleicht auch eine Idee, was wir noch abfilmen könnten. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Vielen Dank, bis dahin. Ciao.